So, moin moin, meine lieben Freunde, willkommen beim letzten Video über Automatentheorie. Ja, bald ist es geschafft und dann beginnt der richtige Spaß. Naja, heute haben wir eine nicht deterministischen LBA. Das ist ein Spezialfall der Turing-Maschine. Und wichtig, er ist nicht deterministisch. Naja, was ist denn jetzt ein LBA? Wir hatten ja vorher eine Turing-Maschine, hatten wir unendlich Blanks. Wenn jetzt hier das Wort ist, hatten wir unendlich Blanks in die Richtung und unendlich Blanks in die Richtung. Und hier wäre dann unser Wort gewesen. Jetzt beim LBH haben wir leider die Blanks nicht. Das heißt, wir haben erstmal kein unendliches Blank, sondern wenn jetzt unser Wort 011 ist, dann ist das jetzt hier unser Wort. Und hier gibt es keine Blanks, da ist dann finito, da ist Ende. Wie geht man am besten vor? Was macht man? Naja, wenn wir jetzt hier ein Beispiel geben, die Turing-Tafel ist schon gegeben. Wir sollen jetzt gleich überprüfen, ob das Wort 011 in der Sprache liegt. Und als kleinen Tipp dazu kann man sagen, das stand hier nochmal. So haben wir es zumindest gemacht. Die Startkonfiguration eines DLBA mit Startzustand Z0 auf Eingabe A1 bis AN ist Z0 A1 bis AN-1 A-Dach-N. Das heißt, auf Deutsch, der letzte Buchstabe, das letzte Terminal des Wortes bekommt von Anfang an automatisch ein Dach gegeben. Das muss jetzt nicht ein Dach sein. Bei uns wird das auf Dach geeinigt. Das kann bei euch auch anders sein. Durch dieses Dach wissen wir, wie lang unser Wort ist, weil wir dürfen ja nicht über diesen Eingabebereich hinaus, oder es ist halt nicht definiert. Und das heißt, genau dieses Dach bezeichnet dann unseren, sag ich mal, letzten Buchstaben, damit der Automat weiß, hier ist gleich Ende. Jetzt musst du was anderes machen. Und nach diesem Schema muss man sich auch, wenn man den Automat selber erstellen muss oder sich was überlegen soll, danach vorgehen. Und noch einen kleinen Tipp, wenn ihr den Automaten dann erstellt habt und denkt, der ist richtig, probiert mal ein, zwei Wörter aus, die funktionieren müssen, und ein, zwei Wörter aus, die nicht funktionieren sollen. Und dann mal vielleicht so einen kritischen Fall noch. Nun gut, wir haben jetzt hier unsere Tafel gegeben mit Sigma, mit Gamma, mit Zuständen, mit Startzustand und Endzustand. Wir sind jetzt im Startzustand M0 und haben unser Wort 011 Dach gegeben. Das heißt, wir sind M0 und wir gucken ja auf die 0. Also was rechts von unserem Zustand ist, darauf gucken wir ja immer. So, das heißt, wir gehen einen nach rechts, legen anstatt der 0 ein 0 Dach rein. Geh nach M1. So, jetzt haben wir in M1. Im M1 gucken wir auf eine 1. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Das ist auch dieser, was ich gerade gesagt habe. Der Automat ist nicht deterministisch. Wenn er deterministisch wäre, hätten wir immer nur eine Auswahlmöglichkeit. Jetzt hier müssten wir durchprobieren und raten im Prinzip. Ihr könnt auch so eine Konfigurationsfolge als Baum zeichnen. Oder ihr überlegt euch einfach das Bestmöglichste und spielt auf gut Glück und vielleicht bekommt ihr ja direkt die richtige Konfigurationsfolge raus. Aber zumindest hätten wir jetzt hier zwei Möglichkeiten, ich sag's mal so. Naja, jetzt haben wir eine 1 vor uns. Was werden wir jetzt wohl machen? Ich würde behaupten, wir gucken einfach mal, wir nehmen die erste Variante. Das heißt, wir legen ein 1, 1 Strich rein und gehen einen nach rechts. Und gehen nach M1. So, jetzt sind wir in M1 und haben 1 Dach. Dann gehen wir nach T1 einen nach links und legen 1 Dach wieder rein. So, jetzt sind wir in T1. Haben, hier ist T1, haben ein 1 Strich über uns. Und es ist nicht definiert. Das heißt, das war schon mal die falsche Wahl. Das heißt, dieser Schritt funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen, ich glaube, hier war das dann, die zweite Möglichkeit nehmen. So wäre das halt mit Durchprobieren dann gelaufen. Naja, dann legen wir halt dieses Blank rein und gehen nach V1. Sind jetzt in V1 und sehen, V1, wo haben wir es? Haben ein Dach vor uns. Jetzt gehen wir dann nach Z0, legen das ein Dach wieder rein und gehen ein nach links. Z0, Blank, 1 Dach. Wir sind jetzt hier in Z0, haben ein Blank vor uns. Das ist wieder nicht definiert. Und wir sehen, das Wort 011 wäre nicht in der Sprache. Das wäre jetzt so ein Beispiel, woran man sieht, dass es nicht funktioniert. Ein Wort, was funktionieren würde, das könnt ihr jetzt selber ausprobieren, das wäre halt ein bisschen länger.
Dieses Wort hier liegt in der Sprache, das könnt ihr gerne ausprobieren. Ich sag mal so, das Wort ist ja zweimal das gleiche, was wir oben auch als Sprache gegeben haben. Ist ja an W gehängt. Deswegen konnten wir dieses 011 auch nicht erkennen. Zwischen, zum Beispiel zwischen den beiden Einsen, wenn da noch eine 0 gewesen wäre, hätten wir es erkennen können, aber so hat es nicht funktioniert. Aber jetzt bei 011 würde es funktionieren, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Wenn noch Fragen übrig geblieben sind, könnt ihr sie gerne stellen. Ansonsten, im Prinzip funktioniert das ja einfach wie eine Turing-Maschine, nur wir haben das mit diesen Blanks als Längenbeschränkung nicht, sondern die Blanks haben wir jetzt hier als Sonderzeichen genommen. Jetzt in der Aufgabe hätte man nicht einen Blank nehmen müssen, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, da hätte man auch eine Raute nehmen können oder irgendwie ein Dollarzeichen oder irgendein Zeichen. Ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, ciao.